Ich habe hier nicht viele gelassen, das ist ganz gut. Im Wächterzimmer, im Generatorzugang, im Zellenzugang, okay. Du weißt doch, wie man eine Karte liest, oder Detektiv? Waren das alle? Oder sind hier noch Zähne? Nope. Ich sehe keine mehr. Dann gehen wir. Dann gehen wir. So, kontrollierter Zugang. Hier war nichts. Ja. Unter uns. Ich will eine Eins bekommen. Ich muss nur noch ein paar Chemikalien mischen und dann erschaffe ich meine ganz persönliche. Amee. Du bist doch ein richtiger Penner. Aber der Joker, wir mögen alle den Joker. Ja, und? Er ist ein Verbrecher. Ein übler, übler Verbrecher. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Wow, Dude. Erschreck mich doch nicht so. Das gibt einen Dickpunch. Okay. Ich gehe hier lang. Staats- und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Das stimmt. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Ja, der Jack Ryder schon wieder hier und. Ein Spiegel! Ein Spiegel! Komm, komm, versuch's nicht. Das heben wir uns dann auf, okay? Batman getötet? Hast du getrunken, Mann? Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem. Oh Mann, Jack, du hast ja sowas von keine Ahnung. Freund? Was machst du da unten, Freund? Gut, am Ende des Ganges bitte links abbiegen. Das ist ja gar nicht gut, meine Lieben. Das ist gar nicht gut. Was Erheiterenderes für uns, oder? Eigentlich nicht wirklich. Mann, der hat eine traurige Story. Viktor Fries. Ja, Wortwätze, ha? War ein genialer Kryogeniker, der seine geliebte Frau Nora in einer von ihm erfundenen Kältekammer einfror, um verzweifelt nach einem Heilmittel für ihr tödliches Krebsleiden zu suchen. Als sein Vorgesetzter die Kältekammer abschalten wollte, kam es zu einem kurzen Handgemenge, in dessen Verlauf sich die von Fries entwickelte Kälteflüssigkeit über seinen Körper ergoss. Seitdem kann er nur noch bei Minusgraden existieren. Ist sein Körper Zimmertemperatur ausgesetzt, stirbt er.
Ausgerüstet mit verschiedenen Eiswaffen und einem Kältepanzer versucht Freeze verzweifelt, seine geliebte Frau zurückzuholen und ihren Tod zu rächen, für den er unter anderem Batman verantwortlich macht. Wieso er Batman verantwortlich macht, weiß ich jetzt nicht, aber der Typ tut mir leid. Verdammt leid tut er mir. Dr. Victor Freeze, Berufsverbrecher Gotham City. Blaue Augen, keine Haare, 1,83 groß und 86 Kilo schwer. Mit Anzug wohl mehr. Genialer Wissenschaftler mit einer Vorliebe für Kryogenik. Benutzt ein umfangreiches Arsenal an Kryowaffen. Überlebt seit einem Unfall nur bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Trägt bei Plusgraden einen schützenden Kältepanzer. Angetrieben von der Trauer und der Wut über das Schicksal seiner Frau Nora. Der arme Sack. Du kannst die Tür ruhig öffnen. Gut, wir sind... Warte, wir sind raus? Wieso sind wir draußen? Ich wollte aber gar nicht raus. Wie ist das denn jetzt passiert? Oh, vielleicht weil ich da durchgegangen bin? Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee. Okay, wir gehen andermal zurück. Okay. Wenn einer einen sabbernden Verrückten sieht, der den Mond anhält oder wie ein Kätzchen schnurrt, dann tut eure Bürger nicht empfehlen. Geht zu ihnen. Blicken auf und sie zeigen ihnen, dass ihr euch um sie kümmert, bevor ihr ihnen den Hals umdreht. Ja. Dann erlebt eure faulen Hinter den Gärten. Ihr braucht eine Überraschung vor und will nicht gestört werden. Wow, wow, dude. Komm, der Nächste. Okay, und der Nächste. Und Ruhe jetzt. Mensch. Aber ich habe was gefunden. Schau mal einer an. Eine Riddler-Trophäe. Wie geil. Da wir jetzt den... Wo ist er? Den kryptografischen Sequenzierer haben. Haha. Da war's doch. So. Bada bum, bada bing. Und drin sind wir. Und wir haben eine Karte. Yes. Mystery Solver. Die Karte bedeutet einfach, dass wir sau viel noch entdecken müssen. Wie zum Beispiel... Das hier oben vielleicht? Oh. Schau mal, wer da oben ist. Junge, geht's dir gut? Oh, das war's mit dem. Okay. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo hier das... Ah, klar. Kryptografischer Sequenzierer. Gut, dann machen wir das doch. So, wie drehen wir ein bisschen am Rad. Bam. Erhebe dich. Harley Quinn-Figur freigeschaltet. Das ist cool. Ja, wir könnten mal hier so langsam auf Suche gehen. Kann man... Egal. So, aha. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Wenn das Projekt
Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Da ist der Joker echt so gewitzt. Jetzt muss ich auch hier mal gerade gucken. Vielleicht auf dem Dach? Ja, auf dem Dach wird es wohl sein. Ah ja, natürlich. Es ist immer auf dem Dach, wenn keiner drüber nachdenkt. So. Als nächstes haben wir hier... Na, klettern wir einfach mal die Treppe hoch. Wieso? Ja, genau. Hier hoch. Jupp. Perfekt. Aha. Gut. Dann haben wir den Sequenzierer schon aufgerüstet und können aus der Entfernung... Oh, Mann, das war eine super Investierung. Oder? Find ich auch. So, du hast es endlich rausgefunden. Was hast du bloß in der ganzen ja, Zeit gemacht? Wer das wohl war. Was? Das hast du auch rausgefunden? Absurd. Ja, die Karte, die hilft ungemein, obwohl ich hier ja jetzt auch dann dank dem Sequenzierer endlich reingekommen wäre. Die Frage ist halt, was fehlt mir jetzt hier noch? Weil, ach, wahrscheinlich was hier ganz drunter ist. Keine Ahnung. Oder? Ja, das sieht doch noch was aus. Gut, dann sprengen wir uns mal in die Luft, oder? Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Biu! Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er. Er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Oh Mann, das ist ganz schön crazy. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist ganz schön crazy. So, hier ist noch was drin. Nur was ist die Frage? Kann ich vielleicht hier irgendwo rein? Bin ich hier richtig? Scheint so, ne? Was auch immer es ist, wir kommen wohl noch drauf. Oder vielleicht ist es ja etwas simpler. Oh, das wollte ich nicht, aber ja, jetzt haben wir es gemacht. So, lass ich mal hier runter. Ah, das sieht nämlich schon viel besser aus. Da wollten wir vorher schon eventuell mal reinschauen. Haben es aber nicht gemacht. Machen wir es jetzt. Und tada!